Mit Zug zum Tor und dem besonderen Look zur Euro 2024. Hansi Flick und Alfred Gislason haben in Köln eine Straßenbahn vorgestellt, die die Vorfreude auf die Heimturniere im Fuß- und Handball ankurbelt. Auf der Jungfernfahrt fuhren die Bundestrainer vom Rhein-Energie-Stadion zur Lanxess-Arena und sprachen auch über besondere Momente in der Domstadt. Da ist so eine richtige Euphorie da und man merkt einfach, dass hier ja, einfach Spaß am Sport, dass der da ist. Und deswegen freue ich mich natürlich auch, dass wir jetzt Ende des Monats gegen Belgien hier unser zweites Länderspiel in diesem Jahr haben und freue mich da, auch hier wieder sein zu dürfen. Hier ist immer eine unwahrscheinlich schöne Stimmung drumherum. Ich weiß nicht, ob das in Köln liegt, an Köln oder an die Mentalität hier, aber das war immer ein Erlebnis, hier zu sein. Bereits im Januar gehen die Handballer auf die Jagd nach dem Europameistertitel. Die DFB-Elf folgt im Juni. Ja, ähnlich. Ich habe ein knappes Jahr, bis wir die EM hier zu Hause haben. Und diese Zeit, die ich da habe, bis da, um ja, das besser zu machen, was wir nicht ganz so gut gemacht haben. Und ja, das auszubauen, was wir sonst ganz gut gemacht haben. Ja, ich habe da vier Trainingsphasen dafür. Und die will ich genauso versuchen zu so nutzen wie die Fußballer auch. Für Flick und Gislason ist klar, mit dem heimischen Publikum im Rücken sollen die Nationalmannschaften möglichst erfolgreiche Turniere erleben. Es ist natürlich von Vorteil und für ein Turnier enorm wichtig, dass eine Euphorie da ist, dass man eine Begeisterung spürt in den Städten, aber auch im ganzen Land, in der ganzen Nation. Und ich glaube, man hat es 2006 in Deutschland erlebt, was da machbar ist. Und genau das wollen wir natürlich beide auch erleben, sowohl im Januar als auch im Juni, Juli. Was die Mannschaft betrifft, ist einfach so, ich sehe, dass wir ja, eine gute Qualität haben. Und letztendlich entscheidend ist immer, dass man ein gutes Team ist. Und daran müssen wir arbeiten. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe dann auch jetzt für die nächsten fast eineinhalb Jahre. Ab sofort können Sportfans mit der neuen Bahn der Kölner Verkehrsbetriebe fahren und so den Zug zum Tor hautnah erleben. Ja, bei uns ist oben, aber auch unten spannend. Und gerade jetzt, letztes Wochenende, Schalke nochmal gewonnen, da auch nochmal Anschluss geschafft. Also von daher ist es, glaube ich, mit die spannendste Bundesliga, die es seit langem gab. Und ja, oben, ich habe Dortmund jetzt ein paar Mal gesehen. Man merkt natürlich auch aufgrund der Siege, die sie jetzt hatten, dass sie enorm viel Selbstvertrauen haben. Und Bayern München ist es gewohnt, ja, unter Druck auch zu spielen. Sie haben die beste Mannschaft, ohne Frage. Und ja, es wird spannend zu sehen, wie es am Ende ausgeht und ist alles offen. Und die Vorfreude auf die beiden Highlights im kommenden Jahr steigt bereits jetzt. Es ist schon noch möglich, aber ganz einfach auch nicht mehr. Also, aber trotzdem, es macht ja, immer von A nach B zu kommen, ist es manchmal auch dann der einfachste Weg und ich mache es gerne.